Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever 2 in einer Mischung aus versuchtem Schönbau, ja, das ist mein erstes Schönbauprojekt, und aber auch Wirtschaftssimulation. Und wir befinden uns an einer ganz anderen Stelle als in der letzten Episode. Und ihr seht das jetzt gerade nicht mehr. Moment, ich mache nochmal schnell auf Pause. Ihr seht das hier, wir haben ein Problem. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, als ich diesen Übergang gebaut habe, dass die Waren jetzt in der Treppe spawnen. Aber, so. Ich habe ja etwas anderes vor. Wir schicken, bevor der Zug hier jetzt anhält und ewig wartet. Oh, ich sollte mal das HUD einblenden. Drehen wir den nochmal um. Weil wenn er jetzt erstmal steht, dann steht er hier nämlich, bis er voll ist. Aber ich habe hier nämlich vor, die Gleise abzureißen. Deshalb schicken wir ihn nochmal weg. So, ich hatte, ich glaube, in der ersten Folge erzählt, ne, dass das hier ein Bahnhof ist, wo auf der einen Seite Personenverkehr ist für die Regionalbahn und auf der anderen Seite die Beladestelle für die Ziegel. Das möchte ich jetzt komplett nochmal umbauen. Ich habe hier jetzt, hier kommt halt ein ganz kleiner Ort hin, also wirklich nur so ein kleines Dörfchen. Da habe ich jetzt offscreen schon mal Straßenanbindung gelegt, schönes Kopfsteinpflaster, das passt zu so einem gemütlichen Ort. Also Kopfsteinpflaster als Landstraße und dann hier auch im Ort habe ich hier die Straße direkt auf Bahnsteigniveau gemacht, damit wir auch einen behindertengerechten Zugang haben und das hier ja, eben ist quasi. So, die Brücke hier ist ja eigentlich auch nur dafür gedacht, dass die Arbeiter zum, ja, zur Ziegelei kommen, zur Baumaterialfabrik. Und als erstes würde ich sagen, machen wir noch mal ein bisschen den Bahnsteig hübsch. Wir warten noch kurz, bis der Zug angekommen ist. So, jetzt noch kurz umdrehen da und anhalten. Zack. So, meine Aufgabe in dieser Folge ist jetzt hier den Bahnsteig noch ein bisschen aufzuhübschen. Und, das können wir auch gleich machen, das hier abreißen, das abreißen, das abreißen, das abreißen. Jetzt meckert er natürlich rum, dass wir keine Linie haben. Das kann ich nicht abreißen, weil das zur Strecke gehört. Und ich würde nämlich ganz gerne den Zug hier so reinfahren lassen, ja, dass wir das Betriebsgelände quasi noch so ein bisschen ausbauen. Am liebsten hätte ich ihn eigentlich hier gehabt, aber den hätte ich hier schon irgendwie abzweigen müssen. Das ist jetzt zu spät. Ich will das jetzt auch nicht nochmal alles umbauen. Und ich finde es ja immer auch eine kleine, schöne Herausforderung mit den bisher existierenden Begebenheiten, irgendwie was anzufangen und eine Lösung zu finden. Ja, das lassen wir mal auf geradeaus, weil es sieht doof aus, wenn man gleich hier so einen Knick machen würde. Und ich würde gerne, da das ja nur so ein Gleisanschluss ist, diese nicht Feldbahngleise, sondern, doch, wie heißen die denn? Heißen die Feldbahngleise? Kleinbahngleise. Und zwar auf jeden Fall 20 km/h. Oberleitung natürlich nicht. Würde das hier so einigermaßen reinpassen? Ja. Eine Spitzkehre als Beladestation. Hier. Was jetzt natürlich wieder blöd ist, dass wir... Oh, ich kann den Typ einstellen. Kleinbahn mit niedrigem Schotter. Nee. Kleinbahn abgedeckt 20 km/h. So, das ist, wird jetzt unsere Spitzkehre. Länge, oh, da können wir uns hier an dem Bahnsteig orientieren. Jo. So. Das würde ich dann irgendwie hier so hinbauen. Gleiseinstellung, da können wir ruhig zwei nehmen.
Gleich Zwischenräume. Ah. Würde ich ruhig so machen. Erhöhung der Kapazität. Ah, oh. Verstehe. Brauchen wir eigentlich nicht, weil... Da schon... hier, na ihr wisst schon. Verdammt. Oder lassen wir den hier hinten hinfahren? Weil hier ist halt blöd zum Beladen. Ich würde sagen, wir fahren den hier hin. Weil hier stehen dann auch schon Ziegel vielleicht. Ne, hier steht auch nur die Steine. Hier stehen nirgendwo fertige Ziegel. Aber ist egal. Hier kommen die Steine an, dann wird das hier verarbeitet und hier kommen die fertigen Ziegel raus. Und dann fahren wir hier gleich einen kleinen Bogen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie das Ding hier angebunden wird. Normalerweise, wenn man jetzt einen Güterbahnhof baut, wird es ja eigentlich angebunden. Naja, wir gucken mal. Wir bauen das hier mal hin. Bad Breisig Ost. So, das hat er übernommen. Naja, wir legen jetzt erstmal die Gleise und gucken mal, wie wir das, ob wir das jetzt, ob er das jetzt akzeptiert als Güterbahnhof hier. Und bauen erstmal fleißig die Gleise. Und zwar machen wir erstmal hier eine kleine Verlängerung, damit quasi so, damit die Lok quasi hier ankommen kann und wendet dann so, und auch hier gucken wir jetzt, dass wir hier einen einigermaßen angenehmen Bogen hinkriegen. Ich habe übrigens das NEP Environment Pack Junge, installiert. Das heißt, ich habe jetzt andere Gleise. Hübschere Gleise und auch die Betongleise sehen halt sehr deutsch aus. Die Weichen sehen gerade irgendwie andersfarbig aus. Naja gut, kann man mit leben. Das Gute ist, ich kann jetzt auch Strecken bauen, wo dann automatisch die Oberleitungsmasten auch funktionieren und gesetzt werden. Dass ich die nicht alle manuell setzen muss. Also im Bahnhofsbereich setze ich die natürlich gerne manuell, damit es halt so ist, wie ich es halt auch haben möchte. Aber auf der freien Strecke, ja gut, da kann man die auch automatisch setzen lassen. So, wir verlängern hier jetzt erstmal unser Gleis. Und zwar keine Masten. Erstmal hier 20 km/h. Da können wir ja ruhig schon mal ein etwas rostigeres Modell nehmen. Nur eigentlich hier auch schon mal austauschen. Sieht das jetzt, das sieht gar nicht anders aus. Haben wir nicht so ganz rostige Dinger eigentlich? Mann. Das sind, nee.
Naja, egal. Also nehmen wir die hier. Ziehen das hier noch ein Stück weiter. Ach hey. Sind die so realistisch, dass ich nur den gewissen Gleisbogen hier bauen kann? Ne, den nehmen wir doch jetzt hier einfach die hier. Sind da quasi die gleichen Schienen. Allerdings, Moment mal. Ja, irgendeine Mod sagt mir jetzt wahrscheinlich, ich kann keinen engeren Gleisbogen bauen, damit das Ganze realistisch bleibt. Kann sein, dass das im Environment-Paket mit drin ist. Finde ich aber eigentlich auch okay. So, jetzt bauen wir hier den... Ich muss nochmal einmal weg hier. Einen Adapter rein. Den findet man bei Werkzeuge. Nein. Bei Gleiskonstruktionen. Nee. Ich habe den falsch rum angebaut. Das kann ja auch mal passieren, ne? So. Gleise, dann nehmen wir wieder die Kleinbahngleise. Und schließen das hier so an. Und das auch mit anschließen. Ne, dann nehmen wir hier schon weg. Und machen einfach den Bogen hier so. Hier so drauf. Na, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, wie ich mir das gedacht habe. Okay, klingt komisch, ist aber so. Dreck. Ist das hier der richtige Dreck? Wir gucken mal. Ja. Wir erweitern hier quasi den Dreck und malen auch... Ach, schade, man kann nicht über die Schwellen malen. Über die... Ach, schade. Ja, egal. Bleibt jetzt trotzdem so. So, wir gleichen noch einmal ein bisschen das Terrain an. Das war irgendwie so nicht geplant. So. Dann texturiere ich mal ein bisschen weiter hier. Das Ganze seht ihr im Zeitraffer. Und hier ist dann auch wieder die Stimme aus dem Off. Hallo. In der Videonachbearbeitung. Ich bin mal wieder selber gespannt, was ich hier so fabriziert habe. Aber wie gerade schon angekündigt, habe ich erstmal den Dreck texturiert. Jetzt bin ich dabei, die Straße nochmal irgendwie ein bisschen anders zu verlegen. Oh, da habe ich einen Cut drin gehabt. Was habe ich da denn gemacht? Keine Ahnung. Ach genau, da habe ich Gebäude gesucht und das habe ich natürlich übersprungen, weil man sucht sich manchmal dumm und dusselig. So ein Bürogebäude noch oder noch ein Verarbeitungsgebäude. Das kann man sich quasi ein bisschen aussuchen. So, da wollte ich gerne noch die Straße zwischen den Gleisen haben, damit da auch Zulieferfahrzeuge ranfahren können. Kleinen Bahnübergang noch quasi da so rüber. Ja, da hat das nicht so gepasst. Da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken und einen Kompromiss haben zwischen Funktionalität und Schönbau. Da ich das Ganze ja mit Kollisionen überschreiben quasi gebaut habe,
ist der Bahnübergang nicht als wirklicher Bahnübergang, sondern als, er läuft halt einfach quer über die Gleise, also die Straße, aber in so einem Werk, was sowieso so ein bisschen, ja, dirty ist, kann man das mal machen. So, wir haben noch eine schöne, warum sage ich eigentlich immer wir? Also ich und ihr zusammen, also in dem Fall eigentlich nur ich, habe da jetzt noch eine schöne Zaunumrandung gebaut. Also schön in Anführungszeichen, halt so, ja, sehr industriell, wie sich das so gehört. Noch ein bisschen nachtexturiert, ein bisschen ausgebessert. Ja. Man kann natürlich sich auch dumm und dämlich konfigurieren, texturieren und schön bauen. Entschuldigung, ich bin gerade mit den Gedanken irgendwie total abgeschwiffen. Ja, dann habe ich hier die Asphaltfläche noch gemacht für späteren Parkplatz und so, dass wir da ein paar LKWs abstellen können und Mitarbeiterparkplätze etc. Ich habe oft so beim Bauen, also in dem Fall jetzt zum Beispiel keinen ganz genauen Plan im Kopf, sondern nur so einen ganz groben Plan und fange dann an zu bauen und guck da mal, wohin sich das entwickelt. Da brauche ich so ein paar Sprinter hin. Ja, da kommt gerade DHL-Lieferung. Ja, auch so ein Werk kriegt mal irgendwie Post und Pakete und keine Ahnung, Zubehör, Werkzeuge, was weiß ich. Ja, der Chef parkt direkt vorne oder irgendein fauler Mitarbeiter. Ich habe hier auf Parkplatzmarkierung verzichtet, weil das... Alter. Entschuldigung, ich habe gerade das Fenster auf, ganz auf. Also wenn ihr nebenbei ein bisschen Straßenlärm hört, kommt das daher. Weil heute ist ganz angenehmes Wetter, also nicht so warm. Also ich mag den Sommer sehr, ja. Aber wenn mal so ein Tag zwischen ist, wo es nicht ganz so heiß ist, ist es dann auch ganz angenehm. Ja, da baue ich halt noch eine Leitplanke, damit da irgendwie kein Auto in den Wendebereich der Lok fährt. Das Ausziehgleis. Ja, jetzt geht es dran, das Ganze ein bisschen zu vegetieren. Sagt man das so? auf jeden Fall ja, ein paar Bäume zu pflanzen, Büsche und ja, halt ein bisschen den klassischen Schönbau. Oh, da habe ich einen Busch auf dem Asphalt gestellt. Kann man so machen. Muss man jetzt aber nicht. Na gut, der grenzt direkt ans Grasstück. Also das kann sein, dass der da rüber gewachsen ist. Weil auf Asphalt wächst normalerweise kein Busch. Außer der Asphalt bricht irgendwie auf. Und da habe ich dann den Bahnsteig, den Personenbahnsteig, schöner gemacht. In dem Werk geht es auch noch weiter. Aber ich, das ist so ein bisschen mein Baustil. Was mir gerade ins Auge fällt oder auch wenn mir Assets gerade in den Mauszeiger kommen, die ich gut gebrauchen kann, dann stelle ich die da halt hin, bevor ich die dann später wieder nicht wiederfinde und ja, so nimmt das alles ein bisschen seinen Lauf. Manchmal ein bisschen chaotisch, aber ja, ist so mein Baustil. Da hat man natürlich jede Menge Bahnsteig-Assets und ja, Fahrkartenautomat darf natürlich auch nicht fehlen, weil wir wollen ja auch, dass die Leute ein gültiges Ticket haben, wenn sie mit unseren Zügen durch die Gegend fahren. Ja, nochmal Stationsname da hinten hingebaut. Und ganz wichtig. Nee. Da, jetzt. Raucherbereich. Muss sein. Apropos. Ja, Abfahrtstafel. Oh, und die Abfahrtstafel übersehe ich gerne mal. Die müsste ich auf anderen Bahnsteigen auch nochmal hinbauen, also den Abfahrtsplan auch. Ja, also es macht schon Sinn auf jeden Fall. Also ich meine, im heutigen Zeitalter guckt da sowieso kaum noch jemand drauf, weil alle in die App gucken, wann und wo die Züge fahren. Macht ja auch Sinn, weil das halt Echtzeitinformationen sind. Aber ab und zu sieht man doch mal meist ein paar ältere Herr- und Frauschaften, die dann da nochmal auf den Abfahrtsplan gucken und manchmal sich auch Dinge auf einem Zettel aufschreiben. Ja, da wird nochmal ein bisschen
nachtexturiert, ein bisschen Feinheiten, dass das nicht alles so eben und glatt und gleich aussieht. Und da, wo Bäume sind, macht es auch Sinn, so ein bisschen in den Waldboden rein zu basteln. Da habe ich wieder einen Cut gehabt. Da habe ich genau das Stellwerk gebaut. Ich denke, das passt da ganz gut rein. Fragt mich jetzt nicht, welches Stellwerk das ist. Ich habe da so viele inzwischen. Und da fange ich jetzt an, das Dörfchen zu bauen. Es ist halt vom Spielsystem her kein eigener Ort. Der zählt noch mit zu Bad Breisig. Also gehe ich mal von aus, zumindest weil der Bahnsteig ja auch Bad Breisig Ost heißt. Ich habe so manuell so ein paar Häuser dahin gebaut. Müssen wir dann mal gucken, ob sich das vom System her später auch ja, weiterbaut. Oder ob wir entweder manuell komplett alle Häuser in das Dörfchen bauen müssen oder vielleicht auch noch einen kleinen Ort anlegen. Ja, wie immer ist das halt auch noch nicht ganz fertig, ne? Also hier müsste irgendwie vielleicht nochmal ein kleines Bürogebäude hin, ein paar LKWs, die hier abgestellt werden. Aber ich würde jetzt gerne erstmal gucken, wenn der Zug hier ankommt. Und dass der hier reinfährt und vor allem, dass hier auch Güter landen. So, da hinten im Hintergrund fährt er. Ich habe mich mal hier so ein bisschen auf den Berg gestellt und dann schauen wir mal, wie er sich da gleich durchschlingelt. Ich glaube, das sind ja 10 km/h Gleise, die ich da verlegt habe. Mal einen Schluck trinken. Ja, das sieht doch, glaube ich, ganz nett aus. Da hinten kommt auch die Regionalbahn reingefahren. Sehr schön, sehr schön. Und ich hoffe ja, dass sich der Ort ein bisschen besiedelt. Ich hätte das zwischenzeitlich auch mal probiert, mit dem Stadttool da eine Gemeinde zu gründen. Allerdings ist sie dann schon wieder richtig groß geworden, obwohl ich auf ganz winzig gestellt hatte. Deshalb habe ich da manuell jetzt ein paar Häuser hingebaut und gucken wir mal, ob da noch ein paar Häuser dazukommen von den Sims. Oder falls nicht, dann bauen wir halt das Örtchen selber komplett manuell. Und wir sehen, er steht hier hinten über. Das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Ich könnte den alternativ auch auf das rechte Gleis fahren lassen. Aber zum B- und Entladen ist es ja okay, wenn er hier übersteht. Wenn hier wirklich noch einer durch will, der passt auch irgendwie dran vorbei. Und kann zur Not halt auch über den Dreck fahren. Was ich jetzt aber noch bedenklich finde, ist, dass er mir hier noch keine Güter anzeigt. Ich weiß doch auch nicht. Wir warten mal noch eben ab hier. Und bauen in der Zeit hier noch mal so ein bisschen Dingens hin. Wir hätten hier auch eine Halle hinbauen können, ne? Obwohl, nee. Das ist ein bisschen zu überdimensioniert für dieses kleine Werk. Was wollte ich denn jetzt hier hinbauen eigentlich? Also zwei Sachen eigentlich. Und zwar diese Güterwaggons. Wenn ich jetzt wüsste, wie die heißen, ne? Mir fällt gerade ein, das macht überhaupt gar keinen Sinn, hier Güterwaggons hinzustellen. Weil, ne? Jetzt fürs Spiel nicht, aber natürlich in der Realität wäre es so, der Zug fährt hier rein, kuppelt die Lok ab, fährt hier raus in das Ausstieggleis, fährt hier drum herum und kuppelt dann wieder auf der anderen Seite an. Deshalb wird es keinen Sinn machen, wenn da Güterwagen im Weg stehen. Aber ich baue hier nochmal so ein paar Steine hin, also Steinpaletten. Wenn ich die denn jetzt finden würde, Moment, das Spiel hakt gerade, das ist immer dann, wenn man hier diese
Assets von den vom Rollmaterial nimmt. Ja, ich habe es gefunden. So, hier, die hier. Moment mal, den einmal noch wieder abreißen. Den habe ich da irrtümlicherweise hingesetzt. Die hier sind bestimmt da so ganz gut gelagert. Kommt hier auch nochmal so ein Häufchen hin. Und nochmal so ein paar einzelne Dinger auch. So. Und ja, man kann hier noch so viel Deko verbauen. Aber für diese Folge soll es das jetzt auch erstmal hier gewesen sein. Ich werde mir offscreen einmal angucken, warum das hier nicht funktioniert mit dem Beladen. Vielleicht muss ich da noch irgendwie einen kleinen Weg hinbauen oder sowas. Gucken uns nochmal einmal hier die Regionalbahn an, wie es aussieht, wenn wir da in den Bahnhof reinfahren. Und jetzt kommt natürlich ein Autosave dazwischen. Und ich sage, tja, tschüss, winke, winke und bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da. Gebt ein Abo nach oben. Nee, andersrum. Tja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.